Jö, neue Tagesaufgabe. Gestern, also theoretisch, für mein anderes Spiel war. Na komm. Also theoretisch war es gestern nicht schlecht. Wir hatten ziemlich viel Gold zusammenbekommen, konnten uns den ankohlen und so weiter. Aber es lief halt zu viel danach und davor mies. Es hätte ein wesentlich besserer Run sein können. So, ich höre was. Und da sind tierisch viele Stacheln. Tierisch viele Stacheln. Und das Helpschrein ist ziemlich nah. Ah, ja. Okay, das Help war definitiv von rechts. Uhuhu. Okay. So. Zoing. Und da ist sie auch schon. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch mehr Gold und ein paar Extras und dann ist alles gut. Peitsch. Da wäre schon mal der Ausgang. Und wir müssen ein Seil benutzen. Okay. So. Erste Ressource verschwendet, die nicht hätte sein müssen. Aber da brauchen wir ja nicht so pingelig sein. Einfach weitermachen und dann ist gut. Du kommst mit. Du bist kein aufstehendes Skelett, ne? Nee. Oh. Das heißt, wir können darüber. Nähern uns langsam der 10.000. Du kommst auch noch mit. 7.000. Oh, oh. Nein! Warum? Warum hast du sie fallen lassen und nicht festgehalten, heldenhafterweise? Und überall Schlangen drin. Ja, nee. Nee. Das ist kein guter Anfang. Wir können ihn nicht mitnehmen. Wenigstens haben wir keinen Lebenspunkt verloren. Alles andere ist schiefgelaufen. Unter 10.000, kein Küsschen, keine Ressourcen und eine Ressource verschwendet. Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Das war nicht nett. Quasi Erschießungskommando. Gut, dass sie ein bisschen mehr aushält. Nicht wahr? So. Allo. Oh, da ist ein Händler mit Bomben. Was haben wir da unten? Nichts. Okay. Dann würde ich ganz gerne dich ausschalten, nur für den Fall, dass du irgendwann mal irgendwas machst. Oh, okay. So. 10.000. Guter Anfang. Könnte aber ruhig noch mehr werden. Oh, Spinne. So, mitkommen. Zoing. Können wir die schon mal unten irgendwo abladen oder sind da Stacheln? Ne, sind keine. So, wir hätten gerne eine Bombenkiste. Dann kannst du dahin, du kommst mit. Okay, du kannst ruhig zu dem. Moment mal. Machst du jetzt da Terror? Ne, okay. Ich versuche immer noch rauszufinden, was genau alles den Opa aufregt. Das scheint recht viel zu sein. Und wir kommen da nicht hoch ohne ein weiteres Seil. Und da ist schon der Ausgang. Mit Stacheln natürlich. Warte. Du wartest hier. So. Okay, sie hätten schon mal abgegeben. Und raus. Das ist ein ganz schöner Krampf, einigermaßen was aufrecht zu halten in diesem Leben. Gucken wir mal, was noch so kommt. Gegner ganz am Anfang schon mal kein schöner Start. Ein verrückter alter Mann mit einer Schrotflinte ist auch nicht viel besser. So. Okay, da ist die Truhe. Da ist der Schlüssel. Komme ich nicht ran, hm? Nicht so leicht, nee. Oh, da war gerade ein Help.
So. Hm. Ja. Da! So. Schon sind wir runter auf 4 Leben. Wir müssen... Mist. Wir müssen so viele Ressourcen verbraten. Das will ich nicht. Wir sprengen uns einfach hier durch. Nein, was zur... Wir haben den Pfeil mitgesprengt und der hat uns... Das ist jetzt doof. So, die Falle da unten, bist du schon ausgelöst worden? Ja. So, wir brauchen jetzt die Blondine. Wir müssen uns beeilen, wie Geist und so. Wir brauchen unbedingt Leben. So, so. Zoin. So. Hut zur Hölle, komm ich raus. Okay, warte hier. Spreng hier. Nimm dich mit. So. Es wird nicht gut enden. Ich sehe das jetzt schon. So, du kommst noch mit. So. Jetzt da oben durch. Das ist echt eine sehr gute Idee gewesen, die ganzen Bomben zu kaufen. Sonst hätten wir jetzt ganz schöne Probleme. So, und jetzt sprengen wir uns aber hier durch. Nee. Map. Ja, dezent das Falsche aufgehoben. Jetzt haben wir den Schlüssel hier unten. Die Truhe da oben. Eine tote Blondine. Kaum noch Lebenspunkte. Und einen zerstörten Edelstein. Das ist kein sehr schönes Leben. Oh. Okay. Jetzt haben wir einen goldenen Schlüssel. Kein Küsschen, keine Leben, weniger Bomben. Das ist nicht schön. Echt nicht schön. Gib mir jetzt ein richtig... Ich wollte gerade sagen, gib mir jetzt ein richtig schönes Level als Ausgleich. Dann ist alles wieder gut Spiel. Aber nein. Du musst mir den Krieg erklären. So, das Golddingens da. Also der Käfer bringt ordentlich Gold. Muss ich nur... Ah! Was zur Hölle? So, dich hätten wir schon mal. Ich höre ein Help. Oh, und ein... Kali-Schrein mit einer tödlichen Spinne, die uns zweimal getroffen hat. Ja, nee. 32.000. Ja, es wären eigentlich 42.000, wenn die Bombenkiste nicht mitzählt, aber es ist echt doof. Bestenliste. Ja. Eis hat nicht mitgespielt, ist auch ganz gut so, sonst würde ich wieder weinen. Das heißt, wir machen einfach so ein Leben. Und ich glaube... Also ich werde auf jeden Fall bis zum Dschungel springen. Einfach nur, weil ich den Minilanzer nicht mehr sehen kann. Nehmen wir mal ihn hier. Und er kann ja auch gleich gucken, ob wir vielleicht doch schon die Eiswelt freigeschaltet haben. Das wäre nämlich ganz schick. Oh, runter. Nö. Das heißt, unser Ziel ist es einfach nur mit ein paar Ressourcen bis zur Eiswelt zu kommen, um dem Tunnelmann die Sachen zu geben. Ja, das war es mir wert. Oh oh. Das ist eine sehr komische Ecke hier. Warum kommt der Wurm eigentlich nicht bei dem Steinzeitmann da? Oh. So. Da bist du. Du kommst mit. Nee. So kann das nichts werden. Irgendwie... Rostig ein, habe ich das Gefühl.
Und dabei spiele ich es jeden Tag für die Daily. Na komm, wir wollen da runter. Zoing, zoing. Das Gold da unten hole ich bestimmt nicht. Da ist der Ausgang, sehr schön. Das ganze Gold lasse ich da. Denn wie gesagt, wir wollen nicht viel Gold machen, wir wollen keine tolle Ausrüstung. Jedenfalls nicht unbedingt. Wir wollen einfach nur bis zum Eislevel in die Tunnelbahn bestechen. Damit, wenn ich dann irgendwann mal in der Daily wieder ins Eislevel komme, da nicht ganz so aufgeschmissen bin. Friss einen Stein. Mist. Nicht mal das schaffe ich. So. Husch. Oh, das nehme ich aber doch mit. Seile. Nee, die Kiste springe ich nicht frei. Hätte ich fast keine Bomben mehr. So, mitkommen. Da ist der Ausgang. Und raus. Außerdem sollte ich keine Bomben ausgeben, weil der Tunnelmann eventuell 2 Bomben haben will. Das wäre nicht so schön. Ein Kali-Schrein. Piranha-Becken. Da. Da ist die Blondine. Oh. Das war anders geplant. So nehme ich. Explodierst du noch? Wie geil. Also, dass die Programmierer sich die Mühe gemacht haben, das noch mit rein zu programmieren. Weil eigentlich ist die Entität Roter Frosch ja verschwunden. Also gelöscht worden, weil sie tot ist. Das heißt, sie mussten das extra reinprogrammieren, dass der im Magen von dem Dingens dann auch sterben kann. So, du bist eh tot und du bist gleich tot und ich komme hier nicht raus. Warte mal, wir könnten jetzt eigentlich zurück zum Kali-Schrein, hm? Oh. Der war irgendwo hier oben. Aber hier ist kein Weg durch. Zing. Zoing. Oh, oh. So. Ja, bringt euch alle um. Ist okay. Ich glaube, ein Level müssen wir noch schaffen. Also, das Level hier. Hab einen Help gehört, aber da achte ich jetzt nicht so ganz drauf. Hier sind ganz schön viele Diggi-Beinen. So, Bomben? Nö. Bomben? Ja. Ups. Ach, wir haben jetzt diesen doofen Handschuh. Also alle Sachen haben Vorteile, aber auch Nachteile, wenn man nicht wirklich mit ihnen rechnet. So wie jetzt gerade mit dem Handschuh. Ich dachte, okay, ich werfe, also landet er da und da. Aber der Handschuh schmeißt es halt gerade nach oben, weil gerade nach vorne. Und deswegen war die Bombe weg. Aber egal, wir wollen ihn raus. Tunnelmann, da ist der Tunnelmann. Hallo, ich bin der Tunnelmann. Ich wollte eine Abkürzung graben, ja... Bringst du mir eine Schrotflinte mit, wenn du das nächste Mal kommst? Was? Also ich muss jetzt den Dschungel nochmal spielen demnächst. Muss eine Schrotflinte finden und ihm die geben. Das ist ja auch nicht so schön. Oh. Hallo Mammut. Ich glaube, da tanzt jemand auf deinem Rücken. Oh, 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 tot. Ja, die Eiswelt ist übel. Aber gut, wir haben gelernt, wenigstens eine Sache, nämlich wir brauchen jetzt eine Schrotflinte. Und die Daily war einfach nur doof. Ich will doch mal wieder einfach nur einen richtig schönen Run haben. Aber, naja, morgen vielleicht. Bye, bye.